Bodenhöfer, herzlich willkommen. Hallo, Herr Brinkmann. Sie waren 18 Jahre im Bundestag, Ja. das war schon ganz spannend. 22 Jahre Chef bei Burda und 10 Tage freiwillig in den Händen der größten Mörderbande der Welt, des Islamischen Staates. Wie kommt man des da? Anti-islamischen Staates. Aber richtig heißt es auch auf dem Cover: Islamischer Staat, IS. Aber in Anführungszeichen. Ja. Und ich frage mich natürlich, und das fragen Sie sich auch, wie kommt ein Mann dazu, sich freiwillig 10 Tage in die Hände vom potenziellen Mörder an seiner eigenen Person zu begeben? Die sind richtige Mörder, sie sind richtige Vergewaltiger, es ist eine richtige Terrorbande. Und da gehen Sie 10 Tage freiwillig dahin. Wie sind Sie darauf gekommen? Sind Sie lebensmüde? Nein, ich bin sehr lebensfroh, lebenslustig. Ich freue mich auf morgen. Da spielen wir im englischen Garten wieder Fußball. Ich hoffe, meine Mannschaft gewinnt. Bin etwas gehandicapt, habe mir beim letzten Spiel den kleinen Finger als Torwart gebrochen, weil ich kurz ins Tor ging. Sport ist Mord, hat mal einer gesagt. Ja, das war Churchill, aber war selber ein Mörder, um das mal ganz festzuhalten, der die deutschen Städte sinnlos bombardiert hat. Aber warum macht man das? Weil man, wenn man seine Feinde besiegen will, sie kennen sollte. Kissinger hat zu Beginn des Vietnamkrieges einmal gesagt, als man fragte, ob sie wirklich gute Informationen hätten, da sagte er, ach, das ist ein drittklassiger kommunistischer Agrarstaat. Und ein paar Jahre später sind sie gerannt und mussten fliehen. Und ich halte den IS für so gefährlich, dass wir größtes Interesse daran haben, genau zu wissen, wie der funktioniert, was ihn motiviert, wie er kämpft. Und es gab einfach überhaupt keine richtigen Informationen. Wir wissen gar nicht, was die tun. Es gibt deren Propagandavideos. Hallo, das ist Propaganda. Aber es gibt keine echten Informationen. Und Sie waren der erste Journalist überhaupt. Westlicher. Der westliche Journalist, der nicht nur da war, sondern auch lebend wieder rausgekommen ist. Ja, da war ich sehr froh drüber. Da wäre ich sehr froh darüber. Ich will die ganze Geschichte. Heute werden Sie in dem Buch feststellen. Da fiel mir in dem Koffer, den ich hier in Berlin, ich habe in der Tat jetzt gerade noch einen Koffer in Berlin habe, ist noch ein Stück Erde des Islamischen Staates unten an den Rollen und der Türkei. Und ich habe das vorhin festgestellt, ich habe vergessen, es wegzumachen, weil ich den Koffer auf der Flucht, als wir rausgingen aus dem Islamischen Staat, mussten wir über die Grenze fliehen. Da hat sich der Koffer im Schlamm gewälzt und da ist noch einiges dran. Gut, dass Sie nicht gesagt haben, im blutgetränkten Schlamm. Nee, aber damit mussten wir auch rechnen, nur hätten dann die Türken geschossen. Aber da gab es auch eine Strategie, da hieß es, dann sofort rechts ins Schilf und dann laufen, laufen, laufen. Und wir wären gelaufen. Ich will Sie jetzt nicht fragen, wie Sie da hingekommen sind. Das beschreiben Sie in dem Buch ja ausführlich. Und viele, die Sie schon in anderen Fernsehsendungen gesehen haben, haben das auch schon gehört. Sondern mich interessiert vielmehr, wie waren diese 10 Tage? Wie haben Sie diese Leute empfunden? Wie haben Sie vor allen Dingen diese deutschen Terroristen, die ja hier brave Jungs gewesen sein waren. Ja. Wie wird aus denen plötzlich ein blutrünstiger Terrorist, der vielleicht sogar jemand vor laufender Kamera die Kehle durchschneidet? Ja, Sie haben es mir ja angeboten. Als ich einen Richter fragte, ob es demnächst eine Amputation einer Hand oder eine öffentliche Enthauptung gäbe, nicht um hinzugehen, sondern ich musste ja mich über alles informieren, sagte ein deutscher IS-Mann zu mir, ach, das kann ich für Sie machen. Also wenn Sie das gern haben wollen. Posiere ich mal ein bisschen. Nein, nicht posieren, ich mache Ihnen das. Was hätten Sie gern? Würden Sie gerne eine Amputation filmen oder eine Kopfenthauptung? Hätten Sie gerne einen Kurden oder einen Schiiten? Ich mache das für Sie. Das hat mir die Sprache gesagt. Was ging da in Ihrem Kopf vor? Das hätten Sie ja eigentlich doch erwarten müssen, dass so ein Angebot kommt. Aber wenn es denn kommt, ist die Welt wieder anders. Ja, da steht man fassungslos da. Meinem Sohn ist es fast schlecht geworden. Und ich habe einfach nur gesagt. Der ist 31, nicht? Ja, ich habe einfach nur gesagt, also sicher nicht. Und bin zum nächsten Thema übergegangen. Ich habe ja mit den Leuten 10 Tage gelebt, also auf demselben Boden geschlafen, bin über ihre Maschinenpistolen nachts, wenn ich auf die Toilette wollte, drüber geflogen und richtig mit ihnen gelebt. Was bringt die dazu? Das waren ist schon mal falsch, also ich rede das von einigen. Die waren einige in ihrer Kindheit sehr hilfsbereite, ganz normale Jungs, manche waren vielleicht auch nicht hilfsbereit, aber dieser Killer, von dem wir gerade sprachen, Abu Qatada,
Der war in seiner Jugend ein unglaublich gerechtigkeitsliebender Junge, der, wenn ein anderer bestraft wurde von dem Lehrer, hat er gesagt, dann möchte ich auch bestraft werden. Als ein junger Muslim zu Unrecht aus der Schule flog, hat er gesagt, dann schmeißt mich auch raus. Und der tritt zum Islam über und stellt dann fest, dass die Muslime im Westen im Grunde genommen als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Dass es da ein, so empfinden sie es, latenten Rassismus gibt, dass sie nicht gleichwertig sind. Nicht wirklich gleichwertig. Da können wir erzählen, was wir wollen. Das ist das Erste. Und dann sieht er, was, dann kümmert er sich um die muslimische Welt. Er sieht, was die Geschichte uns erzählt, die Kolonisierung, die millionenfachen Morde. Allein die Franzosen haben in Algerien 2 Millionen Algerier ermordet. Er sieht den Irakkrieg, Bush, für den es nur Lügen gab, aber keine Rechtfertigung. Er sieht den Afghanistankrieg, er sieht sterbende Kinder, er sieht all das. Und man sagt ihm, da musst du hin, müssen wir Widerstand leisten. Das ist der zweite Grund. Der dritte, es gibt, das haben die sich zurechtgebastelt, angeblich eine Voraussage aus 1400 Jahren zurück, dass jetzt die entscheidende Schlacht zwischen Gut und Böse stattfinden wird, und zwar in Syrien. Und in dieser entscheidenden Schlacht zwischen Gut und Böse sind sie die Guten und die anderen die Bösen. Und die anderen, das ist Rom, das heißt der Westen, Amerika. Und die müssen sie schlagen. Und sie haben den Eindruck, Teil einer großen historischen Bewegung zu sein. Und der vierte Punkt ist, sie sehen einen unglaublichen Erfolg. Sie erobern innerhalb von einem halben Jahr ein Gebiet in der Größe Großbritanniens. Wie kann das, fragen wir uns da alle, überhaupt passieren? Sie sind nun da. Sie sehen diese jungen Leute. Sie sehen, wie die bewaffnet sind. Wo ist denn der Gegner? Laufen die weg, wenn die schwarze Fahne kommt? Oder was passiert denn da eigentlich? Der Gegner läuft weg, weil sie, die sind deswegen, sie haben die, alles, jedes Wort, was sie über die gesagt haben, negative Wort, akzeptiere ich und unterstreiche ich. Die sind deswegen gefährlich, weil sie A, völlig überzeugt sind von ihrer Sache, die sind total hirngewaschen, da hat einer einen Hebel in ihrem Kopf umgedreht, fanatisiert, und zweitens sind sie vorzüglich ausgebildet, wahrscheinlich von früheren Saddam Hussein-Offizieren, die ihre Jobs verloren haben, die aus der irakischen Gesellschaft leider, sage ich, ausgeschlossen worden sind und sich jetzt ihr Brot verdienen, indem sie IS-Kämpfer trainieren. Und sie haben eine Strategie, die IS-Kämpfer, das ist die Strategie der Brutalität. Jeder, der glaubt, dass die jetzt Köpfe abschneiden und versklaven und mit Absicht Unschuldige umbringen, weil sie mordlustig wären, der hat das ganze Problem nicht richtig verstanden. Das ist eine Strategie. So wie Chinggis Khan Köpfe abschlug, um dem Feind Angst zu machen. Und sie nehmen zweitens mit Vorliebe, neben dieser Strategie Angst zu machen, amerikanische Unschuldige. Ein Bekannten von mir, James Foley, war ein Journalist, mit dem ich in Benghazi, Libyen, tagelang im selben Hotel gesessen bin. Und sie wollen die Amerikaner provozieren, dass sie Bodentruppen schicken, weil sie wollen diese finale Auseinandersetzung nicht mit irgendwelchen Flugzeugen ganz oben, Mann gegen Mann, sondern Mann gegen Mann. Und sie sagen, wir werden die weghauen. Die sind total überzeugt davon. Wenn das so tief drin steckt, und das, ich folge Ihnen da komplett, wenn man die Geschichte der Kreuzzüge liest, dann war es auf umgekehrter Seite auch so. Da waren denn die Muslims die Bösen und die Kreuzfahrer waren die Fanatischen. Jetzt ist der andere Zug im Gange. Es kommt ja noch. Es kommt noch wir besser. Lächeln, aber wir es, sind es ja beide ja davon überzeugt, dass dies ja mörderisch todernst ist, was da vor sich geht. Ernst. Und ich meine, ein Staat, nein, eine kleine Terroristenbande, die vor wenigen Jahren noch aus ein paar hundert Leuten bestand. Und jetzt allein IS 40.000 Kämpfer hat, vielleicht auch 50.000 Kämpfer. Und ein solch großes Gebiet beherrscht, das ist eine Bedrohung für die gesamte Welt. Und warum sind die auch so erfolgreich? Ich will noch einen Grund sagen, weil Sie gerade Kreuzzüge sagten. Diese Leute finden in der Gruppe, genauso wie die Rechtsradikalen, das ist dasselbe Phänomen wie diese rechtsradikalen Schläger, die durch unsere Straßen ziehen. Die finden in der Gruppe neue Geborgenheit, einen neuen Lebenssinn, und die Gruppe denkt auch noch für sie, die nimmt ihnen das Denken ab. Und da fühlen sie sich wohl.
Und ich habe da schwedische und amerikanische und französische junge Leute getroffen und ich habe gesagt, was machen Sie? Und die sagten, das ist die Zeit unseres Lebens. Völlig Gehirn gewaschen. Aber fragen Sie mal einen rechtsradikalen Schläger in Deutschland. Selber. Oder einen rechtsradikalen Mörder. Selber. Dasselbe. Genau dieselbe Scheiße, Entschuldigung. Kommt da auch bei denen, bei der Indoktrination und in der Diskussion, diese geschichtliche Parallele, als Mohammed mit ganz wenigen Kriegern aus Mekka und Medina loszog und innerhalb von 15 Jahren quasi ganz Nordafrika überrannt hat? Das ist ja eben der große Irrtum, das war nicht Mohammed. Mohammed hat nur Verteidigungskriege geführt. Mohammed wurde aus Mekka vertrieben. Ja, mit Mohammed meinte ich auch seine Nachfahren. Ja, aber das wird von diesen Leuten immer umgedreht. Und Mohammed hat nur Verteidigungskriege geführt, wurde ständig von den weit überlegenen Mekkanern, die Ungläubige, Andersgläubige waren, angegriffen, hat immer gewartet, bis die angreifen. Und als er dann in Mekka, ich glaube 632, gewaltlos einzog, ist er wenige Monate später verstorben. Er hat kein einziges anderes Land erobert, sondern das waren dann Kalifen wie der Kalif Umar. Und das war vor 1400 Jahren. Aber das waren auch wenige, ein Großteil des Osmanischen Reiches, ja. Oder des Vorreiches, des Byzantinischen Reiches, das war also Christen überrannt sind. Aber darüber wollen wir auf nach. Mohammed dürfen diese Leute sich nicht berufen, weil Mohammed war ein nach vorne blickender Revolutionär und dieser al-Baghdadi ist ein nach hinten blickender Reaktionär. Sie waren dabei, 10 Tage bei den Erstterroristen. Sie sind, als Sie mal weg mussten, über Maschinengewehre und Maschinenpistolen gestolpert. Hatten Sie eigentlich keine Angst, dass da irgendeiner vielleicht durchdreht und sagt, den schnappen wir uns, für den kriegen wir 18 Jahre Bundestagsabgeordneter mit Topmanager, Buchautor, für den kriegen wir doch bestimmt 10 Millionen. Mach eine kleine Inszenierung, schneiden dem auch den Kopf ab. 100 ist der Preis. 100.000. 100 Millionen. 100 Millionen. Ja, so viel waren Sie wert. Nein. Ist der Preis, den Sie von Obama verlangt haben für die Journalisten. 100 Millionen. Das ist die Größenordnung. Ich hatte eine Garantie des Kalifats, die vom Kalifen persönlich gebilligt war, mit einer Totalgarantie, dass sie für meine Sicherheit und alles garantieren und dass ich wieder heil nach Hause kommen könnte. Und sie geschah im Namen Allahs und sie wurde veröffentlicht auf Twitter. Ja. Und sie wurde als Staat veröffentlicht. Und die haben ein Interesse, als Staat gesehen zu werden. Und deswegen habe ich überlegt, die würden sich selber schaden, wenn sie mich umbringen. Und ich habe die Reise natürlich lange vorbereitet. Ich habe noch nie eine Reise so lange vorbereitet. Fast aber das lehnen wir in dem Buch. Jetzt sind Sie da. Ja. Und was ja wir uns alle fragen, wie funktioniert denn das da eigentlich? Arbeiten die Leute was? Kriegen die in den Städten Mosul und in anderen Städten, die sie erobert haben, bezahlen die Gehälter? Gehen die Leute ihrer Arbeit nach? Wie funktioniert das denn eigentlich bei denen? Also nehmen wir Mosul. Die beten doch nicht den ganzen Tag. Nehmen wir mal Mosul, eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, 1 Million wurden zusätzlich in den Vorstädten. Da läuft das Leben ganz normal, fast normal weiter. Ich nenne das die Normalität des Bösen. Und sie haben Arendt hat mal gesagt, Banalität des Bösen. Und ich sage Normalität des Bösen. Und sie haben einen Straßenverkehr wie hier in Berlin. Die Schilder haben allerdings das Zeichen des Islamischen Staates. Sie haben verstopfte Straßen, sie haben Verkehrspolizei. In den Gassen wird normal eingekauft. Und es gibt Leute, die haben mit dem Islamischen Staat überhaupt nichts zu tun. Und ich habe junge Leute gesehen, Jungs mit stylischen Frisuren und ganz engen Jeans und T-Shirts. Und da stand dann drauf Nummer 10 Robben Bayern München oder Nummer 7 Franck Ribéry. Und ich habe dann gesagt, sag mal, aber die haben doch mit euch gar nichts zu tun. Das sind doch, schaut euch die Frisuren an. Und dann sagten die, ja, die brauchen wir auch nicht. Solange die sich an die Scharia halten, werden wir denen keine Schwierigkeiten machen. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass die Kontrolle streng ist oder dass es überhaupt keine gibt? Es reicht, wenn die einfach die schwarzen Fahnen zeigen und dann sind die schon eingeschüchtert genug? Die haben ein paar Mal hingerichtet und ein paar Mal Hände abgeschlagen und dann ist die Abschreckung so hoch, da macht keiner mehr Blödsinn. Und dann machen sie etwas, was ich auch gesehen habe. Ich sagte gerade
Verkehr normal, ich fuhr mit dem Polizeichef, ich hatte darum gebeten, dann mal durch die Straßen und ganz plötzlich kamen aus allen Ecken Polizeifahrzeuge, schwer bewaffnet, übrigens mit deutschen Maschinengewehren. Dem G36, nein, das nicht so genau schießt. Dem MG3, das ist der Vorgänger, und haben alles zugemacht. Und dann Totalkontrolle. Und dann habe ich gesagt, was soll denn das? Sagen sie, ja, von Zeit zu Zeit müssen wir Präsenz zeigen. Das machen wir dann auch. Aber unsere Soldaten, unsere Polizeileute müssen sich dabei anständig benehmen. Und die seien angeblich auch beliebt. Also es gibt eine normale Verwaltung. Es gibt Richter, eigentlich seltsame Richter, die waren vorher Imame in einer Moschee. Die haben als erstes, haben sie erst alle Richter, die vorher Richter waren, hingerichtet, weil die sich an menschliche Gesetze gehalten haben. Und dann wurden sie selber Richter und haben ein paar grausame Urteile gefällt. Und seither ist dort ziemliche Ruhe. Also Einschüchterung ist totale Einschüchterung. Und jetzt blicken wir mal auf Europa. Wir sagen ja, es geht uns nichts an, ist alles weit weg. Und wir bemerken nicht, dass der IS sich immer stärker da unten ausbreitet. Hat das eine Bedrohung für uns? Sie haben das richtig gesagt, dort unten ausbreitet. Die größte Gefahr ist, dass die den Mittleren Osten unter Kontrolle bekommen. Und da hört man jetzt, dass sie in Mauretanien stärker werden. Sie haben große Teile Libyens unter Kontrolle. Und das ist alles sehr gefährlich. Wenn die den Mittleren Osten zu einem großen Teil unter Kontrolle kriegen, haben sie einen der zentralen Regionen der Weltpolitik unter Kontrolle, wo es Öl gibt. Und dann besteht die Gefahr, dass wir in einen riesigen Weltkonflikt hineinrutschen. Ich sehe nicht so sehr die Gefahr, auch wenn die da viel reden, rückkehrender Terroristen. Der Rückkehrer, der hat die Schnauze voll. Der hat die Schnauze voll, der ist fahnenflüchtiger ja. Und da sagen die IS-Leute, verdient die Todesstrafe. Ja. Und das sind unsere potenziellen Verbündeten. Das sehen einige unserer Sicherheitsdienste völlig falsch. Ja, machen wir aber völlig falsch dann. Total. Die müssten empfangen werden, mit Blumenstrauß. Ich kenne ja Fälle, wo Väter ihre Neffen geholt haben und dann hat sich die Polizei auf die geworfen und als großen Erfolg das gefeiert. Gut behandeln, aushören, möglicherweise sogar eine neue Identität schaffen, ein Resozialisierungsprogramm. Und was wir auch völlig falsch machen, und das ist das Allerschlimmste, es gibt etwa 7000 Salafisten, nach Aussagen von IS sind zwischen 10-20% von denen ihre Anhänger, die anderen Salafisten wollen mit denen nichts zu tun haben. Und da ist ein Potenzial. Also es gibt Leute, die wollen demnächst in den Islamischen Staat, die sind gefährlich. Aber der normale Muslim, der möchte mit denen nichts zu tun haben. Und wenn ich in meinen Lesungen über dieses Buch dann sage, das ist, was die vertreten, kein Islam, springen junge Muslime auf und toben vor Begeisterung. Weil sie sagen, endlich spricht mal einer aus, dass wir damit nichts zu tun haben. Und das ist ja eine Geburt des Westens. Der IS ist ein Baby von George W. Bush, der ist gegründet worden. Wie die Taliban. Ja, aber der ist gegründet worden wenige Wochen nach dem Einmarsch von, Sie kennen den Namen noch, von dem Schlechter Zarqawi. Das war der Mann mit dem Schwert, der vor der Fernsehkamera. Mit dem Spitzbart. Ja, der aber jetzt noch eine Frage zu uns, zu Deutschland, zu Europa. Weil man immer sagt, Drohung von irgendeinem, ich habe die Namen nicht so parat wie Sie, der sagt, ja, den Kölner Dom machen wir platt oder wir sind in ein paar Wochen, ist Europa islamisch. Ist das, dummes Zeug? Dummes Zeug oder müssen wir Angst haben? Nein, man muss immer vorsichtig sein. Man kann auch keinen Anschlag eines Rückkehrers ausschließen. Man kann in der Welt im Leben überhaupt nichts ausschließen. Und ich würde radikale Islamisten, davon gibt es in Deutschland sehr wenige, natürlich überwachen und kontrollieren und die Sache nicht runterspielen. Aber was die Leute in Deutschland nicht wissen und wo wir von der Politik irregeführt werden, seit 1990 ist in Deutschland kein einziger Deutscher durch einen Islamisten getötet worden. Während im selben Zeitraum zwischen 1990 und 2013 184 Menschen durch Rechtsradikale brutalst ermordet worden. Und über diesen Rechtsradikalismus, der alle 10 Stunden eine Körperverletzung begeht, sprechen unsere Sicherheitsbehörden aus irgendwelchen Gründen nichts. Und es wird alle drei Monate ein Terroralarm ausgelöst. Und das finde ich etwas ganz Schlimmes.
weil die Muslime nicht die Gefahr Deutschlands sind, sondern die größte Gefahr Deutschlands, wenn man mal solche Gruppen nimmt, sind der Rechtsradikalismus. Darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn ich Sie wieder einlade, über das Thema. Ich komme noch mal zu Ihrem Thema des Buches zurück. Der ganze Erlös, alles, was damit verdient wird, geht übrigens an Kinderheim in Gaza und dann noch ein weiteres Kinderheim. Und Flüchtlinge aus dem Islamischen Staat, also aus Syrien und Irak. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, nicht, dass ich es vergessen. Ich gebe sogar mehr, als ich verdiene. Das ist auch gut, auch gut. Also kaufen Sie ruhig mehr davon. So mehr Werbung, ja, macht. Mehr Werbung dürfen wir jetzt auch nicht machen. Doch, aber das nützt ja was. Das Buch ist Platz 2 in den Bestsellerlisten und Platz 1 ist Gottschalk und der ist ja nicht ganz leicht zu überholen. Wir sind gleich am Ende, leider. Aber was muss der Westen denn jetzt machen in Nahost, um diese ganze Ausbreitung des IS einzudämmen? Ist unsere Nahostpolitik falsch? Ja. Haben wir falsche Freunde? Wenn ja, was sind diese falschen Freunde? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist doch unser großer Freund. Ja, ein schlimmes Regime, ein Unrechtsregime. Was wir machen müssen, erstens, wir sollten ganz kurz, bitte. Militärisch aus dem Mittleren Osten raus. Ja. Wir sind auch nicht in China, obwohl es auch dort Konflikte gibt. Wir sollten die muslimische Welt genauso fair behandeln, wie wir zu Recht Israel behandeln. Wir sollten die Muslime im Westen als gleichberechtigte Bürger behandeln und wir sollten im Irak mithelfen, dass die Sunniten und auch die früheren Anhänger von Saddam Hussein in die Gesellschaft integriert werden, weil diese 35% Sunniten, die es im Irak gibt, diese Minderheit, die jetzt schlecht behandelt wird, die trägt diesen IS. Und wenn wir die integrieren würden, dann stünde der IS allein. Wunderbar, klare Worte. Leider ist unsere Sendezeit um. Wir könnten jetzt noch ganz viel reden, aber lesen Sie mal das Buch. Und ich sage es nochmal, geht an Kinderheim und Flüchtlinge. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. War ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, wir setzen das nochmal irgendwann fort, wenn Sie die Fortsetzung davon geschrieben haben und das nächste Mal wieder heil zurück sind aus diesen Gefilden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin sage ich Dank und Tschüss. Als großen Erfolg das gefeiert. Gut behandeln, aushören, möglicherweise sogar eine neue Identität schaffen, ein Resozialisierungsprogramm. Und was wir auch völlig falsch machen, und das ist das Allerschlimmste, es gibt etwa 7000 Salafisten, nach Aussagen von IS sind zwischen 10, maximal 20% von denen ihre Anhänger, die anderen Salafisten wollen mit denen nichts zu tun haben. Und da ist ein Potenzial. Also es gibt Leute, die wollen demnächst in den Islamischen Staat, die sind gefährlich. Aber der normale Muslim, der möchte mit denen nichts zu tun haben. Und wenn ich in meinen Lesungen über dieses Buch dann sage, das ist, was die vertreten, kein Islam, springen junge Muslime auf und toben vor Begeisterung. Weil sie sagen, endlich spricht mal einer aus, dass wir damit nichts zu tun haben. Und das ist ja eine Geburt des Westens. Der IS ist ein Baby von George W. Bush, der ist gegründet worden. Wie die Taliban. Ja, aber der ist gegründet worden wenige Wochen nach dem Einmarsch von, Sie kennen den Namen noch, von dem Schlechter Zarqawi. Das war der Mann mit dem Schwert, der vor der Fernsehkamera. Mit dem Spitzbart. Ja, der aber jetzt brutale. Noch eine Frage zu uns, zu Deutschland, zu Europa. Weil man immer sagt, Drohung von irgendeinem, ich habe die Namen nicht so parat wie Sie, der sagt, ja, den Kölner Dom machen wir platt oder wir sind in ein paar Wochen ist Europa islamisch. Ist das, dummes Zeug? Dummes Zeug oder müssen wir Angst haben? Nein, man muss immer vorsichtig sein. Man kann auch keinen Anschlag eines Rückkehrers ausschließen. Man kann in der Welt im Leben überhaupt nichts ausschließen. Und ich würde radikale Islamisten, davon gibt es in Deutschland sehr wenige, natürlich überwachen und kontrollieren und die Sache nicht runterspielen. Aber was die Leute in Deutschland nicht wissen und wo wir von der Politik irregeführt werden. Seit 1990 ist in Deutschland kein einziger Deutscher durch einen Islamisten getötet worden. Während im selben Zeitraum zwischen 1990 und 2013 184 Menschen durch Rechtsradikale
brutalst ermordet worden. Und über diesen Rechtsradikalismus, der alle 10 Stunden eine Körperverletzung begeht, sprechen unsere Sicherheitsbehörden aus irgendwelchen Gründen nichts. Und es wird alle drei Monate ein Terroralarm ausgelöst. Und das finde ich etwas ganz Schlimmes, weil die Muslime nicht die Gefahr Deutschlands sind, sondern die größte Gefahr Deutschlands, wenn man mal solche Gruppen nimmt, sind der Rechtsradikalismus. Darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn ich Sie wieder einlade, über das Thema. Ich komme noch mal zu Ihrem Thema des Buches zurück. Der ganze Erlös, alles, was damit verdient wird, geht übrigens an Kinderheim in Gaza und dann noch also die Schnauze voll. Der hat die Schnauze voll, der ist fahnenflüchtiger und da sagen die IS-Leute, verdient die Todesstrafe. Ja. Und das sind unsere potenziellen Verbündeten. Das sehen einige unserer Sicherheitsdienste völlig falsch. Ja, macht man aber völlig falsch dann. Total. Die müssten empfangen werden, empfangen mit Blumenstrauß. Ich kenne ja Fälle, wo Väter ihre Neffen geholt haben und dann hat sich die Polizei auf die geworfen und als großen Erfolg das gefeiert. Gut behandeln, aushören, möglicherweise sogar eine neue Identität schaffen, ein Resozialisierungsprogramm. Und was wir auch völlig falsch machen, und das ist das Allerschlimmste, es gibt etwa 7000 Salafisten, nach Aussagen von IS sind zwischen 10 maximal 20% von denen ihre Anhänger, die anderen Salafisten wollen mit denen nichts zu tun haben. Und da ist ein Potenzial. Also es gibt Leute, die wollen demnächst in den Islamischen Staat, die sind gefährlich. Aber der normale Muslim, der möchte mit denen nichts zu tun haben. Und wenn ich in meinen Lesungen über dieses Buch dann sage, das ist, was die vertreten, kein Islam, springen junge Muslime auf und toben vor Begeisterung. Weil sie sagen, endlich spricht mal einer aus, dass wir damit nichts zu tun haben. Und das ist ja eine Geburt des Westens. Der IS ist ein Baby von George W. Bush, der ist gegründet worden. Wie die Taliban. Ja, aber der ist gegründet worden wenige Wochen nach dem Einmarsch von, Sie kennen den Namen noch, von dem Schlechter Zarqawi. Das war der Mann mit dem Schwert, der vor der Fernsehkamera. Mit dem Spitzbart. Ja, der aber jetzt noch eine Frage zu uns, zu Deutschland, zu Europa. Weil man immer sagt, Drohung von irgendeinem, ich habe die Namen nicht so parat wie Sie, der sagt, ja, den Kölner Dom machen wir platt oder wir sind in ein paar Wochen ist Europa islamisch. Ist das, dummes Zeug? Dummes Zeug oder ist, müssen wir Angst haben? Nein, man muss immer vorsichtig sein. Man kann auch keinen Anschlag eines Rückkehrers ausschließen. Man kann in der Welt im Leben überhaupt nichts ausschließen. Und ich würde radikale Islamisten, davon gibt es in Deutschland sehr wenige, natürlich überwachen und kontrollieren und die Sache nicht runterspielen. Aber was die Leute in Deutschland nicht wissen und wo wir von der Politik irregeführt werden, seit 1990 ist in Deutschland kein einziger Deutscher durch einen Islamisten getötet worden. Während im selben Zeitraum zwischen 1990 und 2013 184 Menschen durch Rechtsradikale brutalst ermordet worden. Und über diesen Rechtsradikalismus, der alle 10 Stunden eine Körperverletzung begeht, sprechen unsere Sicherheitsbehörden aus irgendwelchen Gründen nichts. Und es wird alle drei Monate ein Terroralarm ausgelöst. Und das finde ich etwas ganz Schlimmes. Sind Sie wert? Nein, ist der Preis, den Sie von Obama verlangt haben für die Journalisten. 100 Millionen. Das ist die Größenordnung. Ich hatte eine Garantie des Kalifats, die vom Kalifen persönlich gebilligt war, mit einer Totalgarantie, dass sie für meine Sicherheit und alles garantieren und dass ich wieder heil nach Hause kommen könnte. Und sie geschah im Namen Allahs und sie wurde veröffentlicht auf Twitter. Ja. Und sie wurde als Staat veröffentlicht. Und die haben ein Interesse, als Staat gesehen zu werden. Und deswegen habe ich überlegt, dass die würden sich selber schaden, wenn sie mich umbringen. Und ich habe die Reise natürlich lange vorbereitet. Ich habe noch nie eine Reise so lange vorbereitet. Ja. Fast aber das lang. Lehnen wir in dem Buch. Jetzt sind Sie da. Ja. Und was ja wir uns alle fragen, wie funktioniert denn das da eigentlich? Bearbeiten die Leute was? Kriegen die in den Städten Mosul und in anderen Städten, die sie erobert haben, bezahlen die Gehälter? Gehen die Leute ihrer Arbeit nach? Wie funktioniert das denn eigentlich bei denen? Also nehmen wir Mosul. Die beten doch nicht den ganzen Tag. Nee, nehmen wir mal Mosul. Eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, 1 Million wurden zusätzlich in den Vorstädten. Da läuft das Leben ganz normal, fast normal,
weiter. Ich nenne das die Normalität des Bösen. Und sie haben Arendt hat mal gesagt, Banalität des Bösen. Und ich sage Normalität des Bösen. Und sie haben einen Straßenverkehr wie hier in Berlin. Die Schilder haben allerdings das Zeichen des Islamischen Staates. Sie haben verstopfte Straßen, sie haben Verkehrspolizei. In den Gassen wird normal eingekauft. Und es gibt Leute, die haben mit dem Islamischen Staat überhaupt nichts zu tun. Und ich habe junge Leute gesehen, Jungs mit stylischen Frisuren und ganz engen Jeans und T-Shirts. Und da stand dann drauf Nummer 10 Robben Bayern München oder Nummer 7 Franck Riveri. Und ich habe dann gesagt, sag mal, aber die haben doch mit euch gar nichts zu tun. Das sind doch, schaut euch die Frisuren an. Und dann sagten die, ja, die brauchen wir auch nicht. Solange die sich an die Scharia halten, werden wir denen keine Schwierigkeiten machen. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass die Kontrolle streng ist oder dass es überhaupt keine gibt? Es reicht, wenn die einfach die schwarzen Fahnen zeigen, ja. Und dann sind die schon eingeschüchtert genug? Die haben ein paar Mal hingerichtet und ein paar Mal Hände abgeschlagen, mhm. Und dann ist die Abschreckung so hoch, da macht keiner mehr Blödsinn. Und dann machen sie etwas, was ich auch gesehen habe. Ich sagte gerade Straßenverkehr normal. Ich fuhr mit dem Polizeichef, ich hatte darum gebeten, dann mal durch die Straßen. Und ganz plötzlich kamen aus allen Ecken Polizeifahrzeuge, schwer bewaffnet, übrigens mit deutschen Maschinengewehren. Dem G36, nein, das nicht so genau schießt. Dem MG3, das ist der Vorgänger. Und haben alles zugemacht. Und dann Totalkontrolle und vorsichtig sein. Man kann auch keinen Anschlag eines Rückkehrers ausschließen. Man kann in der Welt im Leben überhaupt nichts ausschließen. Und ich würde radikale Islamisten, davon gibt es in Deutschland sehr wenige, natürlich überwachen und kontrollieren und die Sache nicht runterspielen. Aber was die Leute in Deutschland nicht wissen und wo wir von der Politik irregeführt werden, seit 1990 ist in Deutschland kein einziger Deutscher durch einen Islamisten getötet worden. Während im selben Zeitraum zwischen 1990 und 2013 184 Menschen durch Rechtsradikale brutalst ermordet worden. Und über diesen Rechtsradikalismus, der alle 10 Stunden eine Körperverletzung begeht, sprechen unsere Sicherheitsbehörden aus irgendwelchen Gründen nichts. Und es wird alle drei Monate ein Terroralarm ausgelöst. Und das finde ich etwas ganz Schlimmes, weil die Muslime nicht die Gefahr Deutschlands sind, sondern die größte Gefahr Deutschlands, wenn man mal solche Gruppen nimmt, sind der Rechtsradikalismus. Darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn ich Sie wieder einlade, über das Thema. Ich komme noch mal zu Ihrem Thema des Buches zurück. Der ganze Erlös, alles, was damit verdient wird, geht übrigens an Kinderheim in Gaza und dann noch ein weiteres Kinderheim. Und Flüchtlinge aus dem Islamischen Staat, also aus Syrien und Irak. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, nicht, dass ich es vergessen. Ich gebe sogar mehr, als ich verdiene. Das ist auch gut, auch gut. Also kaufen Sie ruhig mehr davon. So mehr Werbung, ja, Werbung dürfen wir jetzt auch nicht machen. Doch, aber das nützt ja was. Das Buch ist Platz 2 in den Bestsellerlisten und Platz 1 ist Gottschalk und der ist ja nicht ganz leicht zu überholen. Wir sind gleich am Ende, leider, aber was muss der Westen denn jetzt machen in Nahost, um diese ganze Ausbreitung des IS einzudämmen? Ist unsere Nahostpolitik falsch? Ja. Haben wir falsche Freunde? Wenn ja, was sind diese falschen Freunde? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist doch unser großer Freund. Ja. Ein schlimmes Regime, ein Unrechtsregime. Was wir machen müssen, erstens, wir sollten ganz kurz bitte militärisch aus dem Mittleren Osten raus. Ja. Wir sind auch nicht in China, obwohl es auch dort Konflikte gibt. Wir sollten die muslimische Welt genauso fair behandeln, wie wir zu Recht Israel behandeln. Wir sollten die Muslime im Westen als gleichberechtigte Bürger behandeln. Und wir sollten im Irak mithelfen, dass die Sunniten und auch die früheren Anhänger von Saddam Hussein in die Gesellschaft integriert werden, weil diese 35% Sunniten, die es im Irak gibt, diese Minderheit, die jetzt schlecht behandelt wird, die trägt diesen IS. Und wenn wir die integrieren würden, dann stünde der IS allein. Wunderbar, klare Worte. Leider ist unsere Sendezeit auch beliebt. Also es gibt eine normale Verwaltung, es gibt Richter, eigentlich seltsame Richter, die waren vorher Imame in einer Moschee. Die haben als erstes, haben sie erst alle Richter, die vorher Richter waren, hingerichtet.
weil die sich an menschliche Gesetze gehalten haben. Und dann wurden sie selber Richter und haben ein paar grausame Urteile gefällt und seither ist dort ziemliche Ruhe. Also Einschüchterung ist totale Einschüchterung. Und jetzt blicken wir mal auf Europa. Wir sagen ja, es geht uns nichts an, ist alles weit weg. Und wir bemerken nicht, dass der IS sich immer stärker da unten ausbreitet. Hat das eine Bedrohung für uns? Sie haben das richtig gesagt, dort unten ausbreitet. Die größte Gefahr ist, dass die den Mittleren Osten unter Kontrolle bekommen. Und da hört man jetzt, dass sie in Mauretanien stärker werden. Sie haben große Teile Libyens unter Kontrolle. Und das ist alles sehr gefährlich. Wenn die den Mittleren Osten zu einem großen Teil unter Kontrolle kriegen, haben sie einen der zentralen Regionen der Weltpolitik unter Kontrolle, wo es Öl gibt. Und dann besteht die Gefahr, dass wir in einen riesigen Weltkonflikt hineinrutschen. Ich sehe nicht so sehr die Gefahr, auch wenn die da viel reden, rückkehrender Terroristen. Der Rückkehrer, der hat die Schnauze voll, der ist fahnenflüchtiger und da sagen die IS-Leute, verdient die Todesstrafe. Ja. Und das sind unsere potenziellen Verbündeten. Das sehen einige unserer Sicherheitsdienste völlig falsch. Ja, machen wir aber völlig falsch dann. Total. Die müssten empfangen werden. Ich kenne ja Fälle, wo Väter ihre Neffen geholt haben und dann hat sich die Polizei auf die geworfen und als großen Erfolg das gefeiert. Gut behandeln, aushören, möglicherweise sogar eine neue Identität schaffen, ein Resozialisierungsprogramm. Und was wir auch völlig falsch machen, und das ist das Allerschlimmste, es gibt etwa 7000 Salafisten, nach Aussagen von IS sind zwischen 10, maximal 20% von denen ihre Anhänger, die anderen Salafisten wollen mit denen nichts zu tun haben. Und da ist ein Potenzial. Also es gibt Leute, die wollen demnächst in den Islamischen Staat, die sind gefährlich. Aber der normale Muslim, der möchte mit denen nichts zu tun haben. Und wenn ich in meinen Lesungen über dieses Buch dann sage, das ist, was die vertreten, kein Islam, springen junge Muslime auf und toben vor Begeisterung. Weil sie sagen, endlich spricht mal einer aus, dass wir damit nichts zu tun haben. Und das ist ja eine Geburt des Westens. Der IS ist ein Baby von George W. Bush, der ist gegründet worden. Wie die Taliban. Ja, aber der ist gegründet worden wenige Wochen nach dem Einmarsch von, Sie kennen den Namen noch, von dem Schlechter Zarqawi. Das war der Mann mit dem Schwert.